Patrick, Glückwunsch zum 3:1-Sieg über Holstein Kiel. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht heute gelaufen? Ja, es war wie erwartet ein Kampfspiel. Wir wussten, dass Holstein Kiel im Endeffekt auf dem ganzen Feld Manndeckung spielt und von dem her war es klar, dass es 1-gegen-1 Situationen gibt. Wir haben uns reingearbeitet und meiner Meinung nach dann auch 2-0 zur Halbzeit verdient geführt. Hätten sogar noch mit das 3-0 machen können, aber ich denke, dass es einfach eine große Erleichterung jetzt auch war, die 3 Punkte einzufahren. Wenn man sieht, wie die letzten 2 Spiele verlaufen sind, da hatten wir zu wenig Punkte geholt, obwohl wir eigentlich ordentliche Spiele gemacht haben. Und ich denke, dass wir uns den Sieg heute auch irgendwie verdient haben. War es nur das Glück? Du hast schon die letzten Spiele angesprochen, von wegen die auch ordentliche Leistungen waren. Oder was war heute noch alles auf eurer Seite besser aus deiner Sicht? Ja, das Positive war, dass wir einfach aus den Chancen, die wir hatten, direkt die Tore gemacht haben. Dadurch kommt natürlich Selbstvertrauen. Man ist besser im Spiel, man pusht sich gegenseitig noch mehr, man hat einfach ein besseres Gefühl und das war heute entscheidend. War auch in Cottbus so, nur haben wir da in der zweiten Halbzeit uns ein bisschen den Schneid abkaufen lassen, was die Zweikämpfe angeht. Das haben wir heute besser gemacht und von dem her war es für die das Sieg. Wie wichtig waren die 3 Punkte überhaupt aufgrund der Tabellenkonstellation? Ja, man versucht ja schon die Tabelle so im Kopf außen vor zu lassen. Wir wissen, dass wir nicht weit oben stehen. Dann wollen wir weg von da unten und von dem her wissen wir, dass alle 3 Punkte uns weiterhelfen. Und ja, es ist einfach eine Erleichterung. Wir trainieren gut im Training, erarbeiten uns alles und dass das jetzt mit 3 Punkten geklappt hat heute Wochenende, ist schön. Glückwunsch dazu, danke. Danke.